Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age mit unser werter Sehr. Jill. So, wir sind ja hier noch, wo die Zyklopen. Ne, Mann, wie hießen die? Wo die Oger. Ja, jetzt habe ich so. Wo die Oger waren. Und hier ist ja nur noch eine offene Tür. Man hört hier eigentlich schon die ganze Zeit irgendwelches Geschrei. Pa! Pa? Okay. Seid ihr nett oder seid ihr böse? Oh, ich kann mir gut vorstellen, wie großartig diese Feste gewesen sein muss, bevor sie der dunklen Brut in die Hände fiel. Relikt der Legion der Toten. Dürfen wir hier einfach so reingehen? Ihr tut auch nichts, ja? Ihr seid lieb. Das war auch eine geile Halle hier. Okay. Doch was sollen wir hier tun? Ah, Relikt. Legionsaltar. Okay. Sonst nichts hier, ne? Okay, gut. Dann klicken wir einfach mal drauf los. Relikt der Legion der Toten. Nun gut. Okay, einen Codex-Eintrag haben wir bekommen. Immer dieser Befehlston. Ja, immer dieser Befehlston. So, ein Legionärsaltar. Legionärsschlüssel. Helm der Legion. Okay. Kaste der Toten wurde aktualisiert. Die Geschichte der Totenkaste hat die Position eines nicht gekennzeichneten Grabes in den Todesgräben preisgegeben. Okay. Wo genau? Ach, da einfach und dann wieder raus. Okay. Na gut, dann. Moment, die werden mich da jetzt... Ich wusste es. Wir haben den bestimmt den Schlüssel geklaut. Legionsgeist, Geist, Geist. Noch eine Taube sehe, werde ich. Okay, die halten auch gut was aus. Okay, haben wir schon mal ein paar versetzt. Sehr schön. Einen haben wir gleich. Das ist gut vorteilhaft. Und warum rennst du schon wieder mit dem Kopf? Ich bin da. Du hast auch noch Mana. So. Bereit. Kosten wir mal zwei. Genau, euch zwei hier. Selbstverständlich. Wunderbar. Nicht allzu unfähig. Okay. Dann noch einmal. Jetzt. Wie ihr meint. Ein bisschen peinlich. Gut. Schäl. Vielleicht hier weh, aber das dürfte gehen. Okay, komm. Schön abgehen. Teil mir aus. So. Ihr seid ganz schön laut, ihr Geister. Okay. Können wir jetzt was mit dem Altar machen? Nö. Mana kurz laden. Mehr Geister hatte ich jetzt hier auch nicht gesehen. Ich glaube, wir brauchten den Schlüssel. Sonst... Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in ihr nur noch sie sind. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nirgendwo, aber ich habe sie lauter gehört, wenn ich in die Richtung geguckt habe. Oder steht sie jetzt irgendwo hier vorne? Hallo? Ne? Gut, das war jetzt der Schlüssel hierfür. Und dafür wird uns ja auch die Quest angezeigt. Dann machen wir mal die Tür auf. Hier ist ja schon wieder Sie so eine. Haben Erin genommen. Sie musste unsere Freunde essen.
ihrem Ehemann das Gesicht abziehen und sein Blut trinken. Ist alles so ekelhaft und... Ich bin mal lieber vorsichtig. Ah, da vorne ist wieder... Es wird gespeichert. Und während sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Wer machte was mehr von wem? Insignien einer toten Kaste. Kaste aktualisiert. Wenn ein Beweis für die Herkunft des Haussymbols der toten Kaste gefunden wird, könnte das dazu führen, dass die Legion der Toten als eine Art eigenständige Adelshaus ernannt wird. Damit die Gültigkeit dieses Anspruchs geprüft werden kann, muss das Symbol in die Erinnerung der Halle der Bewahrung getragen werden. Okay. Dann aktivieren wir mal den Paragon finden. Gucken wir hier nochmal nach. Okay. Hier wurde jetzt nochmal schnell gespeichert, deswegen speichere ich jetzt nochmal über. So. Sicher ist sicher. Sehr schön. Nee, so schön finde ich das hier nicht. Fleischsack. Uah. Vorne ist Gut, noch so. Gutmutter. Gutmutter, was? Was ist hier los? Was ist das für ein hässliches Mistvieh? Eine Brutmutter. Na lecker. Tentakeln da. Kann ich auch noch angreifen. Okay. Scheint ein Bossfight zu sein. Vorsicht! Gut, dann hau mal hier direkt ein Beben raus. Ja. Win. Was war das? Gut, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wir gehen jetzt voll auf die Brutmutter los. So. Bereit? Hör mal schon ausweichen den Tentakeln, glaube ich. Dann mal los! Oh, der Glück fliegt trotzdem durch. Kann ich sie auch einfrieren? Das wird mich interessieren. Ja, das geht! Da ist auch so der Boss eingefroren. Gut, dann Finger einen Schlag. Boah, frisst die wenig Schaden. Okay. Bis jetzt geht's uns allen noch ganz gut. Also ganz normale Attacken drauf. Kritischer Schuss. Blutiger Griff. Lebensentzug. Win, wo willst du denn jedes Mal hin? Bleib doch und heil notfalls auch. So. Alter, das ganze Boot vibriert hier. Oh. Schäl liegt am Boden. Festhaltender Schuss. Ich bin und stopp. So. Alter.
Alter, die schreit hier ständig und Shale fällt um. Ich bin betäubt. Vorsichtig bleiben. Okay. Ich zieh mir das dunkle Mal jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Fail. Mach mal ein Beben hier. Direkt vorne an. Na, schöne Blutfontäne. Erstmal reinzoomen hier. So. Ein Stück weg. Und dann weiter auf die Brutmutter schießen, bitte. Win. Ganz cool bleiben. Bis jetzt sehen alle noch ganz gut aus. Also greife einfach weiter die Genlocks und Hornlocks an. Okay. Und ich selbst mache jetzt auch mal. Oh. Okay, aber bis jetzt ziehen sie nicht viel ab. Es geht. Alter, wie viele hier auf einmal sind. Über Mana dran. Schneller. Bomben hier. Shale, du klopfst immer noch auf der Brutmutter rum. Ja, ist gut. Mal weiter so. So, ich habe auch schon zum Schwert gewechselt. Okay, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auf die Brutmutter konzentrieren sollte. Mist. Komm, hau den raus. Du darfst einmal hier Rundschlag nehmen. Und dann weiter drauf schießen. Okay. Und du geh mal bitte nach vorne zur Brutmutter. Greif die mal mit an. Puh. Und du geh mal ein Stück beiseite. Hier ist gleich wieder ready. Das mit der Ablenkung bringt auch nichts. Brutmutter ist gerade mal bei der Hälfte. Ich habe einen Lebenswächter. Was mache ich denn da jetzt am besten? Das kleine Getier muss auf jeden Fall weg jetzt. Es ist einfach zu viel hier. Da sind auch noch Bogenschützen. Ich bin da konzentriert bleiben. Erstmal konzentriert bleiben. So, ich nehme mir jetzt mal einen großen Mann. Wechsel die Waffe. Und probiere hier mal was durchzucasten. Mal sehen, vielleicht klappt es. Shale, nicht aufhören. Gut. Du hast noch alles an soweit. Lebenswächter ist auch gleich wieder ready. Dann kannst du aber mal einen Gruppenheal schmeißen. So. Weil hier ist eindeutig zu viel. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich es in Kürze mal durchziehe. Weil alle müssen jetzt auch immer trinken. Ganz cool bleiben. Zerspringender Schuss. Obwohl. Genlocks. Probier's mal. Bin gerade zu Boden gefallen. Shale auch. Okay. Großen Mana-Trank. Dürften eigentlich durchs Blitzgewitter eigentlich fast alle sterben. Cool bleiben. Hier doch selbst, obwohl ich hab den
Sturmwerte Zauber. Okay. Wie viel hat die Brutmutter noch? Ist okay. So viel wie möglich jetzt ausschalten. Shale, hör mal was trinken. Nimm was zu dir. Wunderbar. Das hilft. Und jetzt. Okay. Wunderbar. Alle so weit weg, bis auf zwei Stück da hinten. Puh. Angriff. Und ich versuche mir ein Leben ziehen, kann ich mir nicht mehr. Gut, hier nochmal einen Trank. Gegenhalten. Okay, jetzt ist mein Blitz auch weg. So soll ich zuschlagen. Und jetzt soll ich das rein. Okay, jetzt noch die hier. Ah, Shale, wir mit euch Spaß haben. Ja. Der erste ist weg. Ich bin so willst du hin. Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Branka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Oh. Sorry, aber ich bin jetzt gerade extrem sprachlos. Wird erledigt. Das sind Zwerge? Isal, Steinbrecher und ein Diamant. Alter! Und sie stirbt dann was Schlimmeres, ja. Man verrat. Das war doch ihre erste Kommandantin. Denn sowas. Bezüglich. Sie werden gefüttert und gemästet und dann. Einfach nur ekelhaft. Gut, hier hinten ist jetzt weiter nichts. Zumal dann weiß ich auch, was das hier ist, worauf wir rumlaufen, denn das ist ja Fleisch. Okay, da hinten kommen wir nicht lang. Müssen wir jetzt eigentlich da lang? Ich will hier nicht lang. Tiefen Wege. Ah ne, da gehen wir zurück. Dort ist der richtige Weg. Na gut, gehen wir weiter. Amboss der Leere. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt erstmal einen Cut, bevor die nächste Cutscene kommt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.